Ostern. Was bedeutet Ostern heute? Viele Leute freuen sich auf freie Tage, auf Frühling, können es kaum erwarten. Die ersten Narzissen im Garten, Tulpen in den Vasen, Osterdeko, Schokohasen, Eier stechen und ausblasen, Eier färben und verstecken, Eier suchen und entdecken, aufgeregte Kinder als Ostereierfinder. Doch der ursprüngliche Sinn, der geht mitunter etwas unter. Ein kunterbunter Mix aus österlicher Tradition und frühlingshafter Dekoration und irgendwo im Hintergrund Jesus, Gottes Sohn. Dabei ist das, was Ostern passierte, so zentral, so phänomenal, dass es unbedingt in den Fokus gerückt werden muss. Die Ostergeschichte, die mehr als nur eine Geschichte ist. Kein Märchen mit einem positiven Trend und einem Happy End. Kein mysteriöser Mythos aus grauer Vorzeit, dem man kurz sein Ohr leiht mit metaphorischem und interpretatorischem Interesse. Mehr als eine stimmungsvolle Ostermesse. Ostern ist mehr als eine Metapher, die im Zeitraffer verpufft. Mehr als frische Frühlingsluft, nicht fabulös oder legendär. Ostern, das ist viel, viel mehr. Ostern ist eine wahre Geschichte. Klare Berichte von Zeitzeugen, die bezeugen, das alles ist nicht von Menschen erfunden. Jesus hat den Tod überwunden. Er ist wirklich auferstanden. Er kam nicht durch einen Trick abhanden. Er wurde nicht still und leise auf unerklärliche Weise verhohlen aus dem Grab gestohlen. Menschen haben ihn leibhaftig gesehen, in verschiedenen Situationen. Das waren keine Halluzinationen von mehr als 500 Personen. Er begegnete ihnen höchstpersönlich, außergewöhnlich. Er hat mit ihnen gesprochen und das hat sich herumgesprochen. Bis heute gibt es unzählige Leute, die glauben an Jesus, der auferstand. Überall, im ganzen Land, auf der ganzen Welt, Millionen von Menschen aller Nationen, aller Generationen bezeugen, dass die Auferstehung real ist. Ein für alle Mal ist der Tod besiegt, Hoffnung überwiegt. Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit, die Schmerz und Leid in den Schatten stellt. Hoffnung auf eine neue Welt, Freude und Zuversicht, Durchbruch zum Licht. Die Ostergeschichte, Kreuzigung und Auferstehung, eine 180-Grad-Drehung vom Dunkel ins Licht, Augenzeugenbericht, mehr als eine Legende, ein überwältigendes Ende, weil Gott seine Hände im Spiel hat, weil Gott eine Wende zum Ziel hat. Es gibt ein gewaltiges, nachhaltiges Nachspiel mit einem grandiosen Schlussakkord. Das Grab ist nicht der letzte Ort. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern das Leben in Gottes Ewigkeit für alle Zeit.